Hello and welcome to a very special report from Autogefühl. Today with Holger and we are at the Berlin Design Night. In the German capital, agencies, designers, fashion studios or architectural firms open their doors to show visitors good design. And also Porsche, who creates the 911 as a really design icon. Let me invite you to a small tour. The 550 Spider from the 1950s. The 911 GT3 RS. The Boxster 718S. And the 919 from the World Endurance Championships. Of course, a winner car with 900 horsepower. So, what do you think is typical for Porsche? The company itself says, the harmony of the design concept in which design follows function. And a Porsche is immediately recognizable. This is thanks to the distinctive design idiom and contours. The roofline, the wings, which are higher than the bonnet, the powerful shoulders. Features that every Porsche model has picked up on for more than 60 years. And we have the chance to speak with Peter Wager, head of exterior design at Porsche. Although he speaks very good English, much better than me, he would like to be included on this event in Berlin, questions in German. We of course respect and translate. Wir sind ja auf der Berlin Design Nacht. Eine Frage unabhängig von Porsche, was macht denn eigentlich gutes Design aus? Also ich denke mal, dass beim Design ist das Wichtigste auch, dass es gut funktioniert. Also nicht nur in der Automobilindustrie, bei den Produkten, aber auch allgemein. Also ich habe auch Design studiert und das war so das, sag mal so das erste große Statement auch von meinem Professor immer, dass wir müssen Dinge gestalten, die einfach nach Funktion gestaltet sind. Und ich denke mal, bei Porsche ist das auch perfekt gelungen. Jetzt sind Sie an führender Person, tätig für Porsche im Bereich Design. Was ist denn eigentlich das typische Porsche-Design? Ja gut, das jetzt so kurz zusammenzufassen. Ich denke mal, Porsche hat sich über die Jahre in ganz bestimmte Richtung entwickelt. Wir haben eine ganz spezielle Formsprache. Wir sind auch immer wieder sehr intensiv, haben wir uns beschäftigt mit Proportionen. Das heißt, ein Fahrzeug, Höhe, Breite und Länge, Verhältnisse. Da sind wir immer, wir suchen in den Segmenten ganz saubere Proportionen hinzustellen. Dann natürlich, wir sind nie modisch, also wir versuchen unsere Formsprache weiterzuentwickeln und eine Zeitlosigkeit immer hinzubekommen. Also das ist so ein Hauptthema. Jetzt stellt man sich hier gerade so vor, der Designer sitzt in seiner Stube und experimentiert wild rum. Dürfen Sie das überhaupt? Natürlich. Ich meine, wir leben davon, Dinge zu ändern. Die Frage ist natürlich, wenn man für eine bestimmte Marke arbeitet, wie weit darf ich was ändern und wo ändere ich das? Und das ist unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel im 911, da sind wir eher vorsichtig mit der ganzen Geschichte, weil dieses Produkt so vorsichtig ist. Aber wir haben komplett neue Produkte, wie zum Beispiel Macan. Aber auch wir haben beim dem Mission E Elektrofahrzeug Showcar gezeigt, wo wir einen deutlichen Schritt auch zeigen, in eine ganz andere Richtung. Das ist auch ein Porsche. Gibt es denn eigentlich so No-Gos für Porsche? Ich habe vorhin erwähnt, modisch zu sein. Ich glaube, das sind wir nicht. Also wir sind eher, sage ich jetzt mal, wir entwickeln das evolutionär, die Fahrzeuge. Und das ist das, was ein Porsche ausmacht. Wir haben eine Tradition und wir haben natürlich eine Zukunft. Und das verbinden wir mit unserem Design.
Jetzt ist ja der neue Trend, werden die Elektroautos sein. Offensichtlich macht das manchen Designern Probleme mit den Batterien, die unten breit verteilt sein müssen. Ist das so? Muss man spezielles Design für Elektrofahrzeuge haben oder kann man auch frei sein? Also ich glaube nicht, dass die Batterien so ein ziemlich großes Thema verursachen. Das ist eher wahrscheinlich Thermodynamik vorne oder auch Aerodynamik, weil bei dem Elektrofahrzeug Reichweite natürlich sehr wichtig ist. Dennoch denke ich mal, dass dieser Elektroantrieb für uns ganz neue Möglichkeiten bietet. Und das haben wir auch mit dem Mission E zum Beispiel sehr gut gezeigt, wie sportlich eine viersitzige Limousine auch aussehen kann. Deswegen, ich bin da eher optimistisch. Also ich glaube, wir werden mit der Elektrotechnik auch so weit kommen, dass wir ganz tolle Fahrzeuge, die auch Porsche-typisch und einfach schön aussehen. Jetzt hört ja gerade praktisch niemand zu. An was arbeiten Sie denn gerade so aktuell? Wir arbeiten an unseren zukünftigen Fahrzeugen. Das ist unser Job tagtäglich. Was denn beispielsweise? Das kann ich nicht beantworten. And Porsche presented this day a special Porsche Drive program. A car rental which is available in Berlin and Stuttgart. With exclusive cars up to 1 week for exclusive sightseeing. The conditions? Age of 27 or older, 5 years driver's license and, of course, enough money. A program not for young racers, you see. Today we have shown you, regardless of technology or price, the beauty of cars. What else is comparable beautiful to this cars? One or two things, I think, but we don't want to talk it here. This is a day for passion for cars. See you next time on Autogefühl.